Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Feierabendvideo von Mutufuti. Ja, jetzt habe ich was anderes im Intro gesagt. Jetzt muss ich alles neu gestalten. Naja, ich hätte es ja nochmal machen können, aber es ist immer so, dass ich irgendwie immer noch in der Filmzeit lebe. Das heißt, wenn ich mal was gesagt habe, dann habe ich es gesagt und kann es auch nicht mehr ändern oder nochmal neu sprechen. So veraltet ist man schon als alter Sack. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, aber immer wenn ich irgendwas mache, sage ich, naja, tja, Pech gehabt, ich habe es ja jetzt gesagt oder so. Aber nein, ich kann es ja einfach rausschneiden oder ich kann es einfach nochmal neu machen. Ich habe mich eine Weile bei euch wieder mal nicht gemeldet, hat bestimmte Gründe, kann ich noch nicht sagen. Die könnt ihr aber dann am Ende eines bestimmten Videos erfahren. Aber mehr und Vermutungen dazu und so weiter, das werde ich jetzt nichts beantworten hier. Was haben wir noch? Wir haben die einzige andere Neuigkeit, die ich euch noch, außer natürlich wieder Soundtest und sowas, aber das darf ich euch ja immer nicht sagen. Was ich hier noch erzählen wollte, ist, dass mich letztens der liebe Luis von Servi Honda anrief, das macht er ja sonst nie, und meinte, also eigentlich wollte er ja irgendwann mal, dass ich das Ding zurückbringe, damit er da Probefahrten mitmachen kann oder andere mitmachen können, aber er hat sich nie gemeldet. Also irgendwie bestand da anscheinend kein Bedarf an der Forza, beziehungsweise vielleicht haben sie die ja auch in Malaga Probe gefahren oder so, keine Ahnung. Und zwar, er rief an und meinte, ich habe gute Nachrichten wahrscheinlich für dich, und zwar irgendwie in 2-3 Wochen oder was haben wir, ich habe schon auch schon wieder den Zeitrahmen da vergessen. Es ist ja alles schon, naja. Und er meinte, ja, da bekomme ich eine schwarze XADV. Hättest du eventuell Interesse an einer schwarzen XADV? Sag ich, ich überlege mir das mal und guck mir das nochmal an. Und ich habe es mir auch nochmal angeschaut, aber das ist wirklich so, dass wirklich die schwarze, also Geschmackssache natürlich, aber das geht wirklich nicht, ja. Also eine schwarze Vulcan, Kawasaki Vulcan, die hätte ich mir eventuell noch reingezogen, weil das so ein ganz tolles Schwarz ist und so ein mattes Schwarz. Aber die XADV in Schwarz, sorry, alle Leute, die in Schwarz haben, aber so denken die wahrscheinlich über mich mit Rot, das ist wirklich, da würde ich mich ja dann nicht freuen, wenn ich da immer zu meinem Bike gehen würde, und das soll ja andersrum sein. Deshalb habe ich gesagt, naja, ach so, und was er auch noch, worüber wir gesprochen haben, Honda ändert ja die Farben für 2023, da sind sie ja alle ganz freudig erregt, ich weiß nicht warum. Die sollen erstmal die ganzen anderen Bestellungen ausliefern, bevor sie die Farben ändern. Aber okay, das eine hat mit dem anderen ja meistens nichts zu tun. Ist ja dann irgendwie immer Marketing und Logistik. Sind ja zwei verschiedene Schuhe. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen blöd. Jetzt kommt eine neue Farbe, so ein Weiß mit irgendwelchen Akzenten da, XADV und so weiter da rein. Aber ist auch nicht so mein Ding. Also wenn, dann würde mir eher noch irgendein ein Grau, ja, wieder mal Grau, wieder eine graue Maus, weil es nichts anderes gibt. Das war ja bei der Ayama auch schon so. Da hatte ich ja auch ein Grau genommen, ja, weil es halt nichts gab, was mich sonst da vom Hocker gerissen hat. Jetzt gibt es da so ein Iridium Grau oder wie das heißt. Da gibt es da so viele Grautöne, da blickt man schon gar nicht mehr durch von Honda. Und ich glaube, ich hatte die letztens von einem Kunden gesehen und das sah ja auch nicht schlecht aus. Sieht auch sehr hochwertig aus. Also das Rot finde ich zwar sehr schön, aber das Rot ist auch ein bisschen, das sieht auch ein ganz bisschen billig aus, ne? Und aber das hätte ich dann gesagt, okay, aber dafür ist es halt rot. Aber dieses Grau, das sieht natürlich schon ziemlich hochwertig aus. Und mal sehen, wie es aussieht. Also anscheinend kriegen sie auch immer noch die 2022er Version. Ich weiß ja nicht, wann die 23er dann losgehen. Ob die wirklich erst nächstes Jahr losgehen oder
jetzt schon dieses Jahr. Also ich blicke da wirklich schon nicht mehr durch. Die Leute von Honda blicken wahrscheinlich auch schon nicht mehr durch. Na, wie wäre es, wenn du mal am Gasgriff drehen würdest, lieber? Naja. Ja. So war die Geschichte. Dann habe ich ihm gesagt, ja, also wenn er irgendwas in Grau, also natürlich Rot weiterhin, oder irgendwie in Grau bekommt, um die Zeit dann abzukürzen, dann schaue ich mir das an und wäre eventuell da, würde das eventuell akzeptieren. So, ja. Ja, jetzt ist heute, keine Ahnung, Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. Morgen habe ich theoretisch eine Probefahrt mit einem ganz neuen Händler. Und aber im Voraus wurde alles abgeklärt. Also der weiß auch, dass ich YouTuber bin und meint, er lädt auch alles schön auf 100%. Und zwar hat wohl einer hier in Malaga eine neue Silence-Niederlassung aufgemacht. Und der hat wohl früher bei Vespa Malaga gearbeitet, deshalb habe ich den Kontakt bekommen. Der ist natürlich jetzt etwas beeinflusst worden von Vespa Malaga und meinte, ja klar, kannst du kommen, ich habe eine S01 Plus da. Und da war ich auch schon lange scharf drauf, habe mir jetzt ein ganz bisschen da Videos angeschaut, ein bisschen informiert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Kostet ja wohl knapp 8.000, ja, schon fast zu vergleichen mit der Ray. Und dann mal natürlich auch mal sehen, wie die ganze Qualitätsanmutung ist so von dem Ding. Das soll ja auch aus in Barcelona gebaut werden. Oder wird wohl auch in Barcelona gebaut, so wie ich das verstanden habe. Also zwei Spanier, zwei Konkurrenten, direkte Konkurrenten. Mal sehen, wer da besser abschneidet. Ich glaube, ich weiß es schon, aber ich versuche da ein bisschen neutral natürlich daran zu gehen. Und man muss natürlich auch immer den Preis berücksichtigen. Der ist ja ein bisschen preiswerter, der Silence. Und natürlich hat er so ein bisschen Vorteile, ein paar Vorteile oder ein Vorteil, weiß ich nicht. Eigentlich hat er zwei Vorteile. Und zwar einmal diese herausnehmbare Batterie, was natürlich ein riesen Oschi ist mit 40 Kilo. Mit diesem komischen Wagen da, finde ich, ja, wie soll man es anders machen? Und die andere Sache ist halt, dass er sehr viel Stauraum unterm Sitz hat und das natürlich, so wie der Nerva, das ist das Größte, denke ich mal, was ich bisher gesehen habe und das ist natürlich fantastisch und das muss man natürlich dann abwägen im Zusammenhang mit der Ray, ja, welche da nun die beste oder für dich die beste ist. Ja, und deshalb bin ich sehr aufgeregt schon für morgen für die Probefahrt, ob auch alles klappt da und so. Und ich glaube, der ist ja noch da neu im Geschäft. Vielleicht wird da noch alles nicht so klappen. Aber zumindest laden wollte er ihn. Und dann schauen wir mal, ob wir den auf unserer Strecke da Probe fahren können und was mir da alles so auffällt. Und ja, der ist ja nur auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Und dieses LC-Display ist ja dann wieder gut ablesbar in der Sonne, aber natürlich Nachteil ist, es ist ja auch schon wieder ein bisschen altbacken. Aber ja, das sind immer zwei Sachen, die man dann, wo man dann halt sehen muss, ja, was ist mir wichtiger und so. Ich hatte ja Probefahrt beantragt bei Seat, die haben sich nie gemeldet oder haben Nein gesagt. Dann hatte ich bei Silence, da waren sie irgendwie bei Toyota untergekommen mit einer Dame, die irgendwie nicht sehr nett oder nicht sehr geschäftstüchtig war oder ist. Und die hat auch Nein gesagt, weil ja 1000 Kunden anstehen und wollen eine Probe fahren mal. Aber komischerweise, der Laden war leer. Aber naja, das ist hier irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und jetzt halt neuer Händler, neues Glück. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Ding endlich Probe fahren kann. So, und ich fahre jetzt trotzdem nochmal zu Luis. Also ich weiß ja, es gibt nichts Neues, aber vielleicht hat er ja doch ein paar neue Infos. Das ist eigentlich dann auch schon so alles hier zum Feierabendvideo. Kurz, knackig, bündig und stinkig. Oh, ich glaube, ich mache mein Visier lieber runter, damit der mich nicht zudieselt hier. Oder das wird er wahrscheinlich, der verbrennt ja wahrscheinlich nur Öl, der Bus hier und kein Diesel. Das ist ja furchtbar. Warum werden die Dinger nicht gewartet oder was?
Naja, gut. Ja, wieder genug gemeckert. Das war erstmal alles das Mini-Feierabend-Video mit ein paar extra Infos für euch. Ja, das war alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motto Fuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.